Achtung, fertig. So. Die Tätigs, die weißen Röllchen stellen Milch dar. Dort an meiner Linken wurde der Schutzzaun umgelegt, bringt Punkte. Wenn der Roboter das Futter nicht selber in die Base holt, dann wird es eingezogen von einer übergeordneten Autorität. Dafür haut da das Melken hin. Nicht schlecht. Aufgabe zu meiner Rechten. Schaut noch Futter holen aus dem Kühlschrank. Der hätte allerdings da die Kurbel betätigen sollen. Zu meiner Rechten hätte die Biene auf dem Bienenshop platziert gehört. Das ist da der Mutterfange. Und ja, das ist jetzt der Knickpunkt. Dann musste das, also er trat sie dann mit dem Motor. Senken, Kot haufen, das muss dann sein, das ist vorbremsen, zurückbremsen. Im Wettbewerb, jetzt zum Beispiel bei unserer besten Runde, ist auch noch so mal geblieben. Die Schleife wird zweimal ausgeführt und wird immer um zwei erhöht. Wie schnell der linke Motor dreht und wie schnell der rechte. Schau, warte auf die Schleife, wo man so schlafen. Ja, klar, alle zusammen. Die gesamte Stillzeit, also etwa 3 Wochen, verbringt die Mutter in diesem Gitterkäfig. Jahrhundertelang waren unsere Haustiere unsere Verbündeten. Sie gaben uns Nahrung und Kleidung. Das Ganze ist an das Team. Von der HTL Rosberg. Wir haben uns zum Bord draufgekommen, haben uns überlegt, wir schreiben ein kleines Theater. Wenn du nicht so viel spritzen würdest, gerne warten, viel mehr von den Bienen auf der Welt. Also du kannst auch nicht spritzen, wo du Geld verdienen. Also ich als Bierfahrer bin schon auf der Umwelt. Beste Rolle lernt ihr von Hof, denke ich dir jetzt. Warum sind Bienen uns wichtig für euch Menschen? Unsere Forscherfrage ist, wie kann man Katzen auf dem Schützen vom Auto überfahren zu werden? Wenn sich merkt, wenn es ein Piepton gibt, dann gibt es daher was zum Essen und halt auf die Katze nach Hause gekommen. Ich möchte mich gleich, dass ihr einfach heute der Beste war.